Hallo Leute, ja, wir sind hier mit dem Kunststoff erstmal durch. Ich hatte mal letztes Mal angeguckt, das lassen wir ein bisschen laufen. Und was mir aufgefallen war, ist hier rechts am Fluss ist noch Getreide so viel da auf Lager. Mal gucken nach dem Logo, was mit dem Getreide los ist, wo das hin muss oder was da nicht läuft. So, dann wollen wir noch mal schauen. Ein bisschen weit reingezoomt. Das hier liegt hier auf dem Bahnhof. Was ist denn damit? 361, ja, das wird produziert und das muss hier weg, ne? Und die Abnehmer sind dann irgendwo unterwegs mit dem Schiff wahrscheinlich. Das ist da, okay, die werden wahrscheinlich dann mit dem LKW hinfahren. Der andere. Ne, da. Der zweite. Das Gießenhorst ist hier. Das heißt, hier ist der Anleger dafür. Und die könnten auch definitiv noch mehr gebrauchen. Das heißt, das Schiff, was da fährt, ist wohl zu klein oder zu wenig. Warte mal, dann gehen wir doch mal hier oben noch mal hin. Hier haben wir Linie 33 oder sind sogar zwei Schiffe drauf. 163, ach, Holz bringt ja auch noch irgendwo hin oder was? Der fährt jetzt da lang. Okay, und der zweite? Warte, dann gehen wir nochmal auf Linie 33. Wo ist der? Der ist schon näher. Der fährt 326 Getreide. Kurz schauen. Er hat es voll und der kommt jetzt gerade. Kriegt er da noch was mit? Wahrscheinlich. Oh, da sind vier Dinger. Das heißt, es müsste eigentlich da mit unserem Kunststoff klappen. Ach, wir wollten ja da nicht gucken, ne? Ach, so war es immer, ne? Und der kriegt jetzt 326 da rein, ne? Nee, nur 302. Okay. Da kam jetzt aber noch ein LKW. Das heißt, er kann fahren. Passt. Gut, dann wollen wir mal hier weiterschauen. Wie viel kriegt er? Er ist voll. Das heißt, das zweite Schiff. Das war er ja. Das heißt, das erste Schiff fährt noch dahin. Ja, alte Fahrzeuge kennen wir schon, ne? Wo ist das zweite? Achso, da können wir hier hingehen, ne? Ja, der versucht hier irgendwo lang zu fahren, ne? Da muss eine Untiefe gewesen sein, dass der so komisch fährt, oder? Da kommt das andere Getreide entgegen. Wir sind schon auf voller Geschwindigkeit, okay. Über ist hier dran, 70 jetzt, okay. Und hier ist 111, okay. Wenn die Schiffe da sind, ist doch nicht so viel da. Das heißt, Abnehmer waren Gießenhorst Lebensmittel. Lass uns da mal hingehen. Und wo kriegen die noch was weg? Lieferanten gibt es nämlich ganz viele da. Leitzkau, das ist das. Pelling ist hier. Rückkamp ist weit weg. Bovzen ist weit weg. Dörn ist weit weg. Hallendorf auch weit weg. Gladbeck ganz weit weg. Also zu Leitzkau hin ist dann wahrscheinlich hier Pellington das nächste. Hallandorf oder Hallandorf? Das heißt eigentlich, wir müssten hier eine Straße mal durchbauen, ne? Das ist eigentlich nicht weit, ne, oder? Das waren Landstraßen, glaube ich, ne, oder? Ja. So, da haben wir jetzt eine Verbindung. Jetzt müsste man nur Hallandorf sagen. Bau mal eine LKW-Station hier hin. Machen wir. Und
Das war erledigt. Jetzt brauchen wir ein Fahrzeugdepot, was da irgendwo in der Nähe ist. Ah, hier bei Fahrzeug kaufen, Cargo. Na komm, mach mal Getreide gerade. Ist das der größte Getreide-LKW? Oh, der könnte mehr. Der kann alle Güter, der kann aber 38. 5. Die würde ich sagen, kaufen wir. Dann eine neue Linie. Von da nach da, oder? Und dann müsste es ja weiter nach da hinten gehen. Und notfalls geht es auch nach da. Zu der Bäckerei. Ist das so gut? Ich denke ja. Aber wir müssen noch in Hollandorf Ost Vollladen einstellen. So, die LKWs hier sind das schon. Da fährt schon einer. Hollandorf Ost fährt er auch hin, fährt auch 100 km/h, nee, nicht ganz, hat nur die 80 gerade geschafft, glaube, oder? Okay, davor auch gerade ein Getreide-LKW durch die Gegend. Das sieht erstmal gut aus, oder? Ich glaube, das ist der erste hier, ne? Kriege ich den? Nein, kriege ich nicht. Zack. Stopp, ich will den ersten LKW haben. So. Und jetzt kann sie weiterfahren. Er fährt jetzt hier rum und lädt dann da hoffentlich. Ist ja auch schon was da, ne? Dann wird hier wohl 38 Tonnen da sein, oder? Ja. Mal gucken, wie das mit den anderen aussieht. Ja, Fahrzeuge müssen wir da auch noch machen. Okay, der dritte hat schon nichts mehr. Linie, Takt, Linie verwalten. Mindesthaltezeit, maximale Haltezeit machen wir auf unendlich, bis er voll ist. Würde ich sagen. Warum sollen die früher wegfahren? Eigentlich macht das keinen Sinn. So, Fahrzeug 1, ist der das? Ich will es hoffen. Sieht so aus, dass das der erste ist. Und der bringt das ja jetzt hier hin. Und wenn der das hier hinbringt, dann ist es auch gleichzeitig da. Naja, weil das ist auch weiß. So, das würde aber auch bedeuten, dass hier mehr wird. Ich glaube, das ist unser LKW von Linie 33, oder? Oder war es 62? Ne, es war 62. Ist das so? Ja, die ist es. Und da kommt er an. Und das muss jetzt hier mehr werden. Habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, aber könnte wohl sein, ne? Aber vielleicht wird es auch von hier aus nach da hinten gebracht. Das kann auch sein, ne? Weil diese Bäckerei hat wahrscheinlich auch den Lieferanten Hallandorf, ne? Ja, hat's auch. Dann passt das. Wir zwar hier hingefahren und die fahren das von auch da, aber da kommen wir, glaube ich, schon mit klar, oder? Wer ist die zweite Linie? Ja, ist Linie 20, ne? Sieht man leider nicht, falsche Farbe, ne? Aber es ist die. Hier ist braun, ne? Ja.
Ja, und die fahren ja auch durch die Gegend. Dann ist das erstmal gut. Hier sind 222 Tonnen. Das Schiff 1, wie viel hat das Passagiere? 37 fährt plus. Können wir so lassen, ne? Wo sind die anderen Schubschiffe, die jetzt mit 58 Passagiere? Wer fährt denn jetzt hier mit dem Getreide durch die Gegend? Wo muss das Getreide hin? Da. Schiff hat gerade abgeladen, glaube ich, ne? Ja. Das ist das zweite, das ist jetzt nicht voll gewesen. Das hat nur 137 Tonnen. Wollen wir mal gucken, dass das beim nächsten Mal anhalten vielleicht dann doch mehr hat. Wollen wir hoffen. Hier sieht es gerade auch so aus, als ob da ganz viele Fässer wären. 282. Welcher Zug ist das? Ist das jetzt der, der gerade reinkommt? Ja. Der fährt die kurze Strecke hier hin und her, ne? Linie 60 ist das, glaube ich. Er fährt jetzt gerade wieder zurück, oder? Ne, das ist ja gar nicht. Linie 34 ist das. Der fährt aber durch. Ist doch der hier, ne? Wo steht denn der jetzt? Ne, ist doch ein ganz anderer, okay. Linie 60 ist wer anders. Ich dachte aber auch hier, das mit den Fässern und so wäre nicht das Passende, ist aber alles gut. Aber hier hinten waren drei Tropfen eben Öl. Okay. Ist aber alles auf Linie 34. Und die fährt mit 45 Liter Öl in die eine Richtung und 120 in die andere Richtung mit den Fässern. Und wo fährt er hin? Hier. Ist das so richtig? Glaub schon, ne? Fährt auf jeden Fall 6 Millionen plus ein. Kann also nicht verkehrt sein. Der fährt jetzt hier unten hin. Zu denen. Und die produzieren dann hier. Ein Lager ist fast voll, fast leer, aber kriegt jetzt wieder ein neues. Sieht so aus, als ob das läuft, ne? Versand ist jetzt nicht so, Level ist auch nicht so, aber. Wie voll ist er hier? Er hat 9. Jetzt müssten die ja wieder produzieren, ne? Wird schon klappen, oder? Ja. Dauert natürlich ewig, ne? Wie steht die Linie da? Da war das. 5 Minuten steht da. Ich glaube, da hält auch kein anderer an. Das heißt, eigentlich können wir warten, bis der voll ist. Glaube ich. Jetzt kommt der dritte, ist aber auch für Linie 35. Sind alle Linie 35. Ja, dann passt das. Ja, hier gibt es nur Linie 35. Das sehe ich ja, wenn ich hier drauf gehe. Dann lass das mal so schön sein, dass der bis der voll ist und dann fährt er erst wieder, damit sich das besser lohnt. Macht erstmal guten Sinn, oder? Was haben wir hier? Ganz viele Brote. 35 Brote. Wer holt die ab? Ein LKW. Der entlädt gerade. Wo ist denn der? So, der hat die Brote gerade entleert. Der ist jetzt leer. Hält er noch irgendwo an? Weil wenn er noch irgendwo anhält und keine mehr hat, dann wäre das nicht gut. Er fährt ja zur Schulstraße. Aha, das heißt, hier kommt kein Brot an. Okay, die fahren aber kein Brot, sondern die fahren längens. Das heißt, Linie 31 fährt Brot und Linie 31 braucht dann noch ein LKW. Da ist es, oder? Fahrzeug kaufen. Alle Güter kaufen. Und den setzen wir noch auf Linie 31. Dann kann der auch noch Brot fahren, oder? War das 31? Ich will es hoffen. Ja, ist er jetzt hier drauf gekommen.
So, das passt dann erstmal so. Jetzt würden wir aber hier erstmal auf die Linienverwaltung gehen. Fahrzeugverwaltung geht auch. Alter 80, Zug hier. Naja. Acht Anhänger, Schüttgut hat der. Offener Güterwagen. Ja, Cargo. Ne, erstmal Lok. Strom ist da ja, ne? Ja. Elektrisch. Das ist schon die Lok, glaube. Nur 80 Jahre alt. Lebensdauer 50 Jahre, okay. Das heißt, hinzufügen. Cargo. Offener Güterwagen. 8 Stück hingen da dran, ne? Gehen noch mehr? Weiß ich nicht. Machen wir jetzt mal 9. Und den kaufen wir. Jetzt ist das ein neuer Zug. Haben wir erledigt. Fahrzeugliste wieder. Nächster Zug ist dieser. Der steht auch im gleichen Bahnhof. Fahrzeug verwalten, ersetzen. Das war noch eine andere Lokomotive, ne? Das war die. Lebensdauer auch nur 50 Jahre. Das heißt, wir fügen den hinzu. Wie viel hat der? 160 kann der auch. Cargo. Wie viel Kapazität haben wir? 80. Der hat 160. Ist aber sowieso nicht voll. Das heißt, machen wir auch erst wieder nur so. Zack, fertig. Erledigt, erledigt. Fahrzeugliste. Der nächste Zug hier mit 68 ist eine Straßenbahn. Fahrzeug verwalten, austauschen. Der kann 37. Das ist diese, ne? Diese kann dann auch gleich mehr, oder? Kapazität 43. Kaufen wir, ersetzen wir. Erledigt. Fahrzeugliste. Nächstes Fahrzeug 68 ist ein LKW. Auf Linie 21. Alle im schlechten Zustand. Ersetzen für 3,7 Millionen. Gut. Nächste Fahrzeuge. 67 Jahre alt. Fahrzeug verwalten, ersetzen dieser LKW alle. Sind alle im schlechten Zustand, also alle ersetzt. Fünfundsechzig Jahre, Linie 10. Alle. Ersetzen, gleicher Kipper, passt. So, 64 Jahre dieser Zug mit 6 Anhängern. Ersetzen. Mit diesen. Und was hat er für Wohnwagen oder was sind das? Denke ich mal. Cargo. Und das diese, glaube, ne? Wie viel kann er? 120. Kaufen. 155 Millionen haben wir da. Erledigt. Fahrzeugliste, jetzt noch 64. Ersetzen durch den. Einmal alle ersetzt. Nächste ist nur noch 63 Jahre alt. Fahrzeug verwalten. Das erste ist sehr gut. Okay, das heißt, wir müssen nur den einen ersetzen. Passt. Weg. Nächster.
Ist wieder ein Zug mit neuen Ölwagen oder sowas. Müsste dieser Lok sein, ja, ist es wohl. Und Cargo ist wohl der. Das kann auch 180. Und das kostet 42, haben wir auch ersetzen. Passt. Jetzt kommen wir hier an die 62. Vier Tankwagen. Aber 35er Linie. Aber sind alle schlecht. Cargo. Achso, hier ist Getreide ausgelegt. Der da. Alle ersetzen. Erledigt. Nächsten zwei Tankwagen. Erledigt. Nächsten 60 Jahre auf Linie 58. Fahrzeug verwalten. Austauschen. Baumstamm. Was ist das denn hier für einer? 40 Tonner. 38 und der kann, okay, der kann nur 30, ist tatsächlich der bessere. Ah, hat gut geklappt. Ich glaube, jetzt habe ich einen ersetzt. Nee, das war falsch. Jetzt ist richtig. Und weg. Nächster. Noch eine Eisenbahn. Sind zwei, okay, da haben wir einen verpennt. Elektrisch, der und Cargo, achte davon. Wie viel sind das denn dann? 160 und kaufen. Dann haben wir den letzten auch noch neu. Jetzt haben wir noch 60 Millionen. Kommen Straßenbahnen, ne? Linie 1, 3 Stück. Ne, sind Busse. 26, 17. Okay, der fährt 70 hier. Keine Ahnung, was der, aber ich will ja viele erstmal hier machen, ne? Zack, neu. Nochmal welche. Andere Linie. Passt. Kann zu. 57 Jahre. Auf Linie 18. Okay. Auch raus. 56 Jahre, 3 Stück. Alle neu, alle neu. Gut, 56 Jahre auf Linie 7. Und auch neu. Haben wir. Jetzt haben wir noch 52 Millionen. Nächstes Fahrzeug auf Linie 16. Auch neu. Erledigt. Weg, weg. 56 auf Linie 37. Auch Holz-LKW. Alle. Fertig. Und wen haben wir noch? Oh, 55 Jahre auf Linie 4 ist das. Weitere Holz-LKWs. So, müssen wir hier noch machen. 10.000. Weiter. Nächster. Auch noch 55. Linie 41. Fahrzeuge tauschen.
Aber jetzt brauchen wir nicht mehr, ne? Die haben eine Haltbarkeit von 40, nee, doch 40 Jahre ist ja. Wie alt sind sie denn? Kann ich jetzt hier gar nicht sehen, oder was? Aber der Zustand ist sehr schlecht, das ist ja das Entscheidende. Passt. Hier sehen wir das Alter. 52 Jahre sind die. Und Fahrzeug tauschen. Da ist er. Alle Fahrzeug getauscht. Nächsten. Das ist jetzt hier ein Zug, ne? Ja. Zug 1 ist das. Was haben wir denn da? Elektrische Zugkombination, Dualstock. Können wir uns den leisten? Nö. So, den müssen wir hinzufügen. Können wir uns nicht mehr leisten. 34, obwohl, gibt's gleich. Zack. Kasse ist leer. Sind wir durch, würde ich sagen. Soll erst für heute reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.